Ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier zu dieser Abendveranstaltung, auch im Namen unseres Institutsvorstands, meines Kollegen Christian Hieber. Der heutige Abend ist der Auftakt einer neuen Vortragsreihe, Graz Jurisprudence Lecture, zu der Christian Hieber und ich künftig jährlich einladen möchten. Wir sind sehr glücklich, dass wir für diesen Auftakt einen Ausnahmegelehrten gewinnen konnten, einen der weltweit führenden Köpfe der Rechtsphilosophie, Robert Alexi. Robert Alexi wurde 1945 in Oldenburg geboren, studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Göttingen, wurde dort promoviert und habilitierte sich auch in Göttingen. Er lehrte ab 1986 in Kiel und hat im Laufe der Jahre den Kieler Lehrstuhl zu einem Mekka der internationalen Rechtsphilosophie ausgebaut. Ein Mekka, das von seiner Wirkungsmacht und seiner Strahlkraft her ihresgleichen gesucht hat. Ich nenne nur die Zahl der Ehrendoktorwürden, die Robert Alexi im Laufe der Jahre verliehen wurden. Die Zahl beläuft sich aktuell auf 14, 3 weitere Ehrendoktorwürden sind bereits beschlossen. Seine Werke sind in 23 verschiedene Sprachen übersetzt. Seine Schüler bekleiden Lehrstühle auf der ganzen Welt. Gustav Radbruchs Rechtsbegriff. Lieber Robert, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Okay. Vielen Dank, Matthias, für deine einführenden Worte und vielen Dank für diese Einladung. Vielen Dank an alle, dass Sie gekommen sind. Es gibt im deutschsprachigen Raum zwei Rechtsphilosophen, die im 20. Jahrhundert alle anderen überragten und im globalen Diskurs bis heute höchst lebendig sind. Hans Kelsen und Gustav Radbruch. Hier soll es um Radbruch gehen. Im Zentrum des Radbruchschen Gesamtwerkes steht die Rechtsphilosophie. Daneben hat er Strafrecht betrieben. Radbruchs Rechtsphilosophie weist zwei Kulminationspunkte auf. Der erste ist die systematische Darstellung in der dritten Auflage seiner Rechtsphilosophie aus dem Jahr 1932, von der Radbruch selbst im Vorwort sagt, dass sie, was die noch Grundzüge der Rechtsphilosophie genannte erste Auflage aus dem Jahr 1914, ebenso wie die inhaltsgleiche zweite Auflage aus dem Jahr 1922 betrifft, ich zitiere, viel eher ein neues Buch als eine neue Auflage sei. Ende des Zitats. Der zweite Kulminationspunkt ist der Aufsatz Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht aus dem Jahr 1946, in dem Radbruch seine nach ihm benannte Formel aufstellt, die extrem ungerechtem Recht die Rechtsgeltung oder sogar den Rechtscharakter abspricht. Damit stellt Radbruch sich klar auf die Seite des Nicht-Positivismus. Die Radbruchsche Formel ist nicht nur eine der meistdiskutierten rechtsphilosophischen Thesen, sondern auch von höchster praktischer Bedeutung, wie ihre Rezeption durch die Rechtsprechung nach der Zerschlagung des Nationalsozialismus im Jahr 1945 und nach dem Zusammenbruch der DDR im Jahr 1989 zeigt. Eines der Hauptprobleme der Radbruch-Interpretation ist, ob zwischen diesen beiden Polen eine Relation der Diskontinuität oder der Kontinuität besteht. Diese Frage wird auch hier zu beantworten sein. Im Zentrum soll dabei das in der Rechtsphilosophie von 1932
dem ersten Kulminationspunkt oder, wie wir auch sagen könnten, dem Radbruchschen Hauptwerk. Das dort entfaltete Radbruchsche System und dessen Verhältnis zur Formel aus dem Jahr 1946 stehen. Diese Analyse wird fast wie von selbst, eine Kontinuitätsthese entspringen, die geltend macht, dass Radbruch schon 1932 nicht Positivist war und in seiner Spätphase nur eine kleine Systemänderung ohne Systembruch vornahm, die freilich erhebliche praktische Konsequenzen hatte. Teil 1. Gustav Radbruchs System. Das System der Rechtsphilosophie Radbruchs besteht aus drei Triaden. Der Rechtstriade, der Idee-Triade und der Zwecktriade. Ich beginne mit der Rechtstriade. Radbruch fasst die Rechtstriade in folgenden von ihm kursiv hervorgehobenen Satz. Ich nenne den Satz erst einmal und schreibe ihn dann sogar an die Tafel, denn das ist der Fundamentalsatz oder Basissatz der gesamten Radbruchschen Rechtsphilosophie auf allen Stufen. Recht ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte der Rechtsidee zu dienen. Ende des Zitats. Der Basissatz. Und wir können sagen, alles, was ich heute tue, ist eine Explikation dieses einen Satzes vorzunehmen. Recht ist die Wirklichkeit die den Sinn hat, dem Rechtswerte, der Rechtsidee zu dienen. Die Erwähnung des Rechtswertes neben der Rechtsidee hier hat keine eigenständige Bedeutung für den hier relevanten Inhalt des Satzes. Sie ist nicht mehr als ein Hinweis auf den neukantianischen Hintergrund des Radbruchschen Rechtsbegriffs. Dies wird dadurch bestätigt, also ich interpretiere jetzt den Rechtswert weg. Dies wird dadurch bestätigt, dass Radbruch in vielen Formulierungen nur auf die Rechtsidee Bezug nimmt. Damit verknüpft der Satz drei Elemente. Die Wirklichkeit, die Rechtsidee und den Sinn. Und damit sind wir drei bei der ersten Triade. Wir nennen sie T1, die Rechtstriade. Und zwar Rechtstriade, der Name, weil hier das Recht definiert wird und nicht irgendetwas anderes. Mit dem Begriff der Wirklichkeit
bezieht Ratbruch sich auf die Positivität des Rechts. Also auf zwei Dinge, seine Setzung und seine Durchsetzung. Das ist die reale Dimension des Rechts. Dieser realen Dimension stellt Ratbruch mit dem Begriff der Rechtsidee eine ideale Dimension gegenüber, in deren Zentrum die Gerechtigkeit als, ich zitiere, spezifische Rechtsidee, Zitat Ende, steht. Unsere Überlegungen zur zweiten Triade, der Idee-Triade, werden freilich zeigen, dass die Rechtsidee sich nicht in der Gerechtigkeit erschöpft, sondern als zweiten Bestandteil die Zweckmäßigkeit und als dritten Bestandteil die Rechtssicherheit einschließt. Ratbruchs ebenfalls kursiv gesetzte und an anderer Stelle wiederholte These. Jetzt kommt unser Basissatz in einer neuen Variante. Das Recht, die Wirklichkeit sei, die den Sinn hat, der Gerechtigkeit zu dienen, muss deshalb entweder als eine den spezifischen Charakter der Gerechtigkeit akzentuierende Kurzfassung oder als eine Fassung interpretiert werden, in der der Begriff der Gerechtigkeit so weit verwendet wird, dass er die Zweckmäßigkeit und die Rechtssicherheit einschließt. Für beide finden sich Hinweise, denen wir nicht nachgehen. Jeder Positivist kann Positivität und Idealität gegenüberstellen, ohne aufzuhören, Positivist zu sein. Er muss nur behaupten, dass das Recht als solches sich auf die Positivität beschränkt, was nicht ausschließe, dass es vom Standpunkt der Idealität als einem Standpunkt außerhalb des Rechts, also vom Standpunkt der Moral aus, kritisiert werden kann. Und das finden wir zum Beispiel bei Josef Ratz, dem größten Positivisten unserer Tage. Dieser positivistischen Trennungsthese tritt Ratbruch mit dem dritten Element der Rechtstriade entgegen, der Sinnthese. Sinn. Realität, alle Positivisten sagen das. Idealität, alle Nicht-Positivisten sagen das. Aber die Positivisten können das auch sagen, wenn sie sagen, die Idealität, die Gerechtigkeit, bleibt eine moralische Angelegenheit und gehört nicht dem Recht, notwendig dem Recht zu. Die Synthese verknüpft nun diese beiden Elemente. Dieser positivistischen Trennungsthese tritt Ratbruch mit dem dritten Element der Rechtstriade entgegen, der Sinnthese. Was Ratbruch mit dieser These sagen will, wird deutlich, wenn er die Sinnthese auf das Verhältnis von Wissenschaft und Wahrheit anwendet. Dass Wissenschaft den Sinn hat, der Wahrheit zu dienen, bedeutet, dass wissenschaftliche, Zitat jetzt, Arbeiten erfolglose wie glückliche, alle zumindest erstreben und beanspruchen. Dies Verb ist besonders wichtig für mich. Beanspruchen, Wahrheit zu sein. Ende des Zitats. Den Sinn zu haben, der Wahrheit zu dienen, heißt also, den Anspruch zu erheben, wahr zu sein. Damit ist eine Brücke vom neukantischen, kantianischen Begriff des Sinns zum sprachanalytischen Begriff des Anspruchs geschlagen. Dass Ratbruch selbst dies bereits vorausgesetzt
genommen hat, zeigt seine Formulierung, ich zitiere ihn wieder, Recht erhebt seinem Wesen nach einen Anspruch auf Gerechtigkeit. Ende des Zitats. Von besonderer Bedeutung sind hier die Wörter seinem Wesen nach. Mit ihnen wird gesagt, dass das Recht notwendig, das ist das entscheidende Adjektiv, notwendig einen Anspruch auf Gerechtigkeit erhebt. Mit einer weiteren Formulierung betritt Radbruch endgültig das Zentrum der gegenwärtigen Debatte um den Rechtsbegriff, in dem die Frage steht, ob erstens das Recht notwendig einen Anspruch auf Richtigkeit erhebt und ob zweitens dieser Anspruch ein Anspruch auf eine Richtigkeit ist, die moralische Richtigkeit und mit ihr Gerechtigkeit einschließt. Radbruchs Hinweis hierauf ist der Satz, ich zitiere ihn wieder, Gerechtigkeit bedeutet Richtigkeit in ihrer Hinordnung gerade auf das Recht. Anführung Ende. Gerechtigkeit ist in der Tat nichts anderes als Richtigkeit von Verteilung und Ausgleich. Und im Recht geht es wesentlich um Verteilung und Ausgleich. Damit kann Radbruch als ein früher Vertreter der Anspruchsthese angesehen werden. Und als solcher ist er notwendig ein Nicht-Positivist, mindestens, und darauf kommen wir noch ein bisschen, ein super-inklusiver Nicht-Positivist. Diesen Ausdruck müssen Sie in dieser Stufe meiner Ausführungen noch nicht verstehen. Es liegt nahe, den Satz, dass Recht die Wirklichkeit ist, die den Sinn hat, der Rechtsidee zu dienen. Oder seine Spezifikation, dass Recht die Wirklichkeit ist, die den Sinn hat, der Gerechtigkeit zu dienen, als Radbruchs Definition des Rechts anzusehen. Dem steht auf dem ersten Blick entgegen, dass Radbruch mit direktem Bezug zur eben erwähnten zweiten Variante, der Gerechtigkeitsvariante, das Folgende sagt. Zitat, damit wäre der Weg gezeigt, die Begriffsbestimmung des Rechts zu gewinnen, mit diesem Satz wäre der Weg gezeigt, die Begriffsbestimmung des Rechts zu gewinnen, aber noch nicht die Begriffsbestimmung selbst gewonnen. Zitat Ende. Man kann den Satz, dass Recht die Wirklichkeit ist, die den Sinn hat, der Rechtsidee zu dienen, ebenso wie dessen Spezifikation, dass Recht die Wirklichkeit ist, die den Sinn hat, der Gerechtigkeit zu dienen, als, das hatte ich schon gesagt, Basissatz der Radbruchschen Rechtsphilosophie bezeichnen, unseren Satz, den wir oben an der Tafel haben. Radbruch versucht, von der zweiten, der Gerechtigkeitsvariante, zu einer Definition des Rechts als, und jetzt zitiere ich Radbruchs zweiten Definitionsvorschlag, als den Inbegriff der generellen Anordnungen für das menschliche Zusammenleben, Anführung Ende, zu gelangen. Die Brücke vom Basissatz zu dieser Definition, dieser trivialen Definition, Recht als der Inbegriff der generellen Anordnung für das menschliche Zusammenleben. Die Brücke vom Basissatz zu dieser Definition soll das neukantianische Theorem der, ich zitiere, Stoffbestimmtheit der Idee, Anführung Ende, bilden. Das soll hier nicht verfolgt werden. Nur ein Punkt ist von Interesse. Er betrifft die Anforderungen, die an Definitionen zu stellen sind. Es
ist ein Postulat der Rationalität, dass Definitionen in ihrem Definiens möglichst präzise Begriffe verwenden. Wirklichkeit im Basissatz ist sehr unbestimmt. Anordnung ist konkreter. Norm freilich wäre präziser als Anordnung. Doch das betrifft technische Fragen, nicht das Hauptproblem der Radbruchschen Begriffsbestimmung. Dieses besteht darin, dass sie eine wesentliche Anforderung an Definitionen nicht oder nur schlecht erfüllt. Ich rede über den Satz Recht als Inbegriff der generellen Anordnung für das menschliche Zusammenleben. Und meine, ich bemühe mich dazu tun, dass das eine sehr schlechte Definition ist. Definition und die mit ihnen definierten Begriffe müssen, wie Kant es formuliert, in der Kritik der reinen Vernunft, jetzt zitiere ich Kant, dem Gegenstande adäquat, Ende des Zitats, sein. Das setzt voraus, dass sie nicht nur die notwendigen, sondern auch die essentiellen Merkmale des Gegenstandes erfassen. Die beiden essentiellsten Merkmale des Rechts sind Macht in Form von Entscheidung und Zwang und Richtigkeit mit Einschluss von Gerechtigkeit. In Radbruchs, und das setze ich in meinem Text in Anführungszeichen, diese triviale Sache, in Radbruchs Begriffsbestimmung ist die Macht zwar mit dem Merkmal der Anordnung vertreten, dies aber nicht sehr deutlich. Schwerer wiegt, dass der Sinn der Gerechtigkeit zu dienen oder der die Gerechtigkeit einschließende Anspruch auf Richtigkeit in der Generalität der Anordnung nur in hoher Ausdünnung vorhanden ist, wenn überhaupt. Kurzum, Radbruchs auf die Wirklichkeit bezogene Rechtsdefinition erfasst nicht das Wesen des Rechts. Das aber bedeutet, dass Radbruchs Basissatz etwa in der Gerechtigkeitsvariante seine eigentliche Rechtsdefinition darstellt. Das ist eine These, die ich dem, was Radbruch explizit sagt, entgegenstelle. Wobei die Rechtsidee-Variante systematisch dominiert. Nun lege ich da, dass das nicht nur Erfindungen von mir sind, sondern führe Textbelege an bei Radbruch, die auch in diese Richtung deuten. Das ist eben bei Radbruch, ich hatte Kelsen und Radbruch am Anfang genannt, als die beiden größten, was die Exaktheit und Präzision betrifft, ist Radbruch nicht der größte im vergangenen Jahrhundert. Da überwiegt Kelsen, der Österreicher, weit den Norddeutschen, sogar den Schleswig-Holsteiner. Und ich komme ja aus Schleswig-Holstein, Radbruch. Aber in der Tiefe weiß Radbruch einiges zu liefern. Dies, also was ich hier jetzt ausgeführt habe, stützen Textbelege. So heißt es in Paragraph 1 der Rechtsphilosophie, dass der, ich zitiere, Rechtsbegriff, wichtig, Rechtsbegriff, nicht anders bestimmt werden kann, denn als die Gegebenheit, die den Sinn hat, die Gerechtigkeit zu verwirklichen. Ende des Zitats. Genau unsere Basisdefinition wird jetzt als Definition deklariert. Hier geht es um die Bestimmung des Rechtsbegriffs. Was soll eine Bestimmung eines Begriffs, bei Radbruch, was soll eine Bestimmung eines Begriffs anders sein als dessen Definition? Ähnliches findet sich in Paragraph 9, wo von dem Rechtsbegriff die Rede ist, der uns zur Rechtsidee drängt. Hier werden Begriff und Idee unmittelbar verbunden. Diese Verbindung hat Konsequenzen für die Klassifikation von etwas als Recht, also für den Rechtscharakter oder die Rechtsnatur, die Radbruch wie folgt beschreibt, Zitat, in der Tat entscheiden wir alleine nach dem Maßstabe, ich bin noch im Zitat, bezweckter Gerechtigkeit.
ob eine Anordnung überhaupt rechtlicher Natur sei. Und jetzt kommt es noch schöner. Ob sie dem Begriffe des Rechts entspreche. Ende des Zitats. Damit erweist sich der Basissatz deutlich als eine nicht-positivistische Rechtsdefinition. Mit alledem wird der Radbruchschen Definition des Rechts als Inbegriff der generellen Anordnung für das menschliche Zusammenleben nicht der Definitionscharakter abgesprochen. Sie wird aber als sekundär hinter Radbruchs eigentliche Definition des Rechts gestellt, die lautet, das Recht ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, der Rechtsidee zu dienen. Ende des Zitats. Hiermit hat Radbruch in neukantianischer Terminologie den archimedischen Punkt identifiziert, um den die Diskussion über den Rechtsbegriff, Diskussionen über den Rechtsbegriff schon lange kreisen und noch lange kreisen werden. Zweite Triade. Ich schreibe jetzt etwas kleiner, damit ich nicht so tief nach unten gehen muss. T2 ist die Idee-Triade. Es ist bereits bemerkt worden, dass die Rechtsidee nicht nur auf die Gerechtigkeit zielt, sondern als weitere Bestandteile oder Seiten, wie Radbruch sagt, die Zweckmäßigkeit und die Rechtssicherheit einschließt. Gelegentlich spricht Radbruch statt von drei Bestandteilen oder drei Seiten von drei Prinzipien, was mir besonders als Vertreter der Prinzipientheorie gefällt, auf was ich hier aber nicht verfolgen will. Was für die Bestimmung aber des Verhältnisses zwischen den drei Elementen der Rechtsidee im Wege der Abwägung von Bedeutung ist. Das Radbruch der Gerechtigkeit, unsere erste das Radbruch der Gerechtigkeit besondere Bedeutung beimisst, ist schon daran zu erkennen, dass er sie nicht selten die Rechtsidee in seinem Basissatz vertreten lässt. Diesem hohen systematischen Rang korrespondiert freilich ein minimaler Inhalt. Gerechtigkeit wird von Radbruch als Gleichheit verstanden und als Gleichheit rein formal definiert. Dabei finden sich bei Radbruch nicht immer klar geschieden die beiden klassischen Elemente der formalen Gerechtigkeit. Das erste ist die generelle Form. Radbruch spricht hier sogar davon, dass es zum, Zitat, Wesen der rechtlichen Anordnung gehört, den Anspruch auf Generalisierbarkeit zu machen, Zitat Ende. Dabei wird unter Generalisierbarkeit freilich nicht irgendein Verallgemeinerungstest verstanden. Der Anspruch der rechtlichen Anordnung auf Generalisierbarkeit beschränkt sich vielmehr darauf, generellen Charakter zu haben. Das ist nicht mehr als eine Anforderung an die logische Form der Rechtsnorm. Sie verlangt, dass Rechtsnormen die Form haben, für alle x gilt, wenn x ein T ist, das Tatbestandsmerkmal, dann ist es geboten, dass R, die Rechtsfolge, auf x zutrifft. Über den Inhalt der Norm wird damit nichts, wichtig, gar nichts gesagt. Das zweite klassische Element der formalen Gerechtigkeit ist die aristotelische Forderung, die Gleichen gleich, die Verschiedenen nach Maßgabe der Verschiedenheit verschieden zu behandeln. Ich zitiere hier die Politik in der Übersetzung von Rolfes. Radbruch hebt treffend hervor, dass damit noch nicht gesagt ist, Zitat, wer als gleich, wer als ungleich zu behandeln sei.
Zitat Ende. Doch das könne die Gerechtigkeit zu Radbruch, jetzt wichtig, 1932 auch nicht sagen. Nochmal, wie fast alle Intellektuellen seiner Zeit. Außer der katholischen Moralphilosophie. Waren alle Skeptizisten, Non-Kognitivisten, Emotivisten oder Dezisionisten, wie wir es immer nennen wollen. Inhaltliche Gerechtigkeit ist nicht möglich. Die Gerechtigkeit 1932, und wir werden im weiteren Verlauf sehen, dass hier die eigentliche Veränderung bald liegen wird. Sie bestimme nur, ich zitiere eine altmodische, aber schöne Formulierung, nur die Form rechtens, Zitat Ende, sein. Und genau an dieser Stelle vollzieht Radbruch einen für sein System überaus folgenreichen Schritt. Zitat, um den Inhalt des Rechts zu gewinnen, muss ein zweiter Gedanke hinzutreten, die Zweckmäßigkeit. Und wir ahnen schon, es muss noch ein dritter hinzutreten, denn sonst hätten wir ja keine T, keine Triade. Aber zunächst die Zweckmäßigkeit. Unter Zweckmäßigkeit versteht man im Allgemeinen die Geeignetheit eines Mittels zur Erreichung eines Zweckes. Die Radbruchsche Zweckmäßigkeit ist etwas ganz, das Wort ist wichtig, ganz anderes. Nicht nur ein bisschen anders, ganz anders. Sie bezieht sich nicht auf Mittel, sondern auf Zwecke. Und bei den Zwecken nicht, wir hätten also bei den Zwecken nicht auf irgendwelche Zwecke, sondern nur auf Zwecke, die, jetzt Zitat wieder, das ist wieder Neukantianist. Und ich bin kein Neukantianist. Ich neige der Richtung der analytischen Philosophie mit so viel logischer Analyse wie möglich zu. Aber man kann, das haben Sie vielleicht schon gespürt, die neukantianischen Ideen, die neukantianisch, so sagen wir es lieber, formulierten, ausgedrückten Ideen Radbruchs rekonstruieren im Sinne einer analytischen Konzeption. Zwecke, die der absoluten Werthaftigkeit fähig sind, das war das Zitat. Davon soll es drei Zwecke geben. Menschliche Einzelpersönlichkeiten. Das nehme ich jetzt noch weg. Ich komme noch ausführlich zur Zwecktriade. T3 wird die Zwecktriade sein. Davon soll es drei geben. Menschliche Einzelpersönlichkeiten, menschliche Gesamtpersönlichkeiten und menschliche Werke. Nehmen Sie das einfach jetzt erstmal nur zur Kenntnis, wird erläutert. Die Frage, ob und wie auf dieser Basis der Inhalt der Gerechtigkeit bestimmt werden kann, soll bei der Erörterung der aus diesen drei Zwecken bestehenden Zwecktriade, unserer dritten Triade, erörtert werden, die sich als Ort der Verknüpfung der Radbruchschen Rechtsphilosophie vor 1933 mit der nach 1945 erweisen wird. Zuvor sei jedoch noch ein Blick auf das dritte Element der Ideetriade geworfen, die Rechtssicherheit. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, ich habe deutlich gemacht, die Zwecktriade ist erforderlich, um der rein formal gefassten Gerechtigkeit Inhalt zu geben. Deshalb gehören die beiden irgendwie zusammen. Das dritte Element der Rechtsidee, die Rechtssicherheit, dient der Kompensation von Schwächen der ersten beiden. Also,
der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit. Diese Schwächen sind epistemischer Natur, also erkenntnistheoretischer Natur. Man kann hier vom Problem der praktischen Erkenntnis sprechen. Bei der praktischen Erkenntnis geht es um die Erkenntnis dessen, was geboten, verboten und erlaubt und was gut und schlecht ist. Sollte diesem Recht in allen Fällen, und jetzt zitiere ich, wissenschaftlich deutlich erkennbar, Zitat Ende, sein, würde die Rolle des Prinzips der Rechtssicherheit relativ gering sein. Die Festsetzung des positiven Rechts wären keine echten Festsetzungen, sondern hätten nur deklaratorischen Charakter. Sie würden nur deklarieren, was wir als gerecht und zweckmäßig schon erkennen. Das eigentliche Feld der Rechtssicherheit wäre nicht mehr das Feld der Festsetzung des Rechts, sondern nur noch das der Durchsetzung. Das führt direkt zu der Frage, in welchem Umfang die Zweckmäßigkeit der Gerechtigkeit sicher erkennbaren Inhalt geben kann. Das hängt von der dritten Triade, der Zwecktriade, ab. So, T3. Zwecktriade. Ja. Ja. Kann das noch gesehen werden? Ja? Sonst sagen Sie mir Bescheid, wenn ich zu tief in den Keller gehe, dann werde ich mir irgendwas einfallen lassen, wie wir das trotzdem hinkriegen. Ich weiß noch nicht was. Die drei Zwecke, wir hatten ja von drei Zwecken schon gesprochen, werden von Radbruch auf vielfältige Weisen dargestellt. Die bereits erwähnte Unterscheidung von menschlichen Einzelpersönlichkeiten, menschlichen Gesamtpersönlichkeiten und menschlichen Werken wird als Unterscheidung, das ist schon etwas klarer, von Individualwerten, Kollektivwerten und Werkwerten sowie von individualistischen, überindividualistischen und transpersonalen Auffassungen näher bestimmt. Das notieren wir uns jetzt als erstes. Individualistische. Ich nehme nur das Adjektiv, die individualistische Rechtsauffassung. Näher bestimmt. Und ich notiere gleich alle drei, dann haben wir das zusammen und können die in Verbindung betrachten. Dann die überindividualistische Auffassung und schließlich die transpersonale. Jetzt können wir noch hier das Reststück Auffassung. Manchmal spricht er auch von Rechtsauffassung, aber wir schreiben nur Auffassung hier hin, denn das bekomme ich noch in Rechtsauffassung, hätte ich da nicht mehr hinbekommen. Dem soll die Trias von, und jetzt können Sie raten, was wohin gehört, Freiheit, Nation und Kultur entsprechen. Hier sind nur drei Dinge von Interesse. Der erste Punkt ist, dass der individualistischen Auffassung die Freiheit und mit ihr die, und jetzt zitiere ich,
Menschenrechte, Grundrechte, die Freiheitsrechte des Einzelnen, Anführung Ende, zugeordnet werden. Während die überindividualistische Auffassung mit dem Motto, ich zitiere wieder, Gemeinnutz vor Eigennutz, Zitat Ende, in Verbindung gebracht wird. Der zweite Punkt ist, dass die drei Auffassungen kollidieren. Der dritte und systematisch bedeutsamste Punkt ist, dass die Auflösung, also hier die Transpersonale, da geht es nicht um Personen. Hier geht es zweimal um ein Personenkollektiv, hier geht es um Einzelpersönlichkeiten, hier geht es um Werke, etwa die Pyramiden die chinesische Mauer oder die Feldzüge Alexander des Großen, sozusagen militärische Opern und ähnliche, eine Statue des Phidias, zum Beispiel der Satz, wiegt mehr als der Tod von Millionen antiken Sklaven. Da geht es nur um ein großes Werk. Weder das Kollektiv zählt, noch der Einzelne. Ja, dass die drei Auffassungen kollidieren, muss ich nicht näher darlegen. Und jetzt kommt das Eigentliche. Der dritte und systematisch bedeutsamste Punkt ist, dass die Auflösung dieser Kollision in der Rechtsphilosophie von 1932 keine Sache der Erkenntnis, sondern eine Sache der Entscheidung ist. Ich zitiere. Und das ist ein Satz, der für das Verständnis der Radbruchschen Philosophie 1932 von allergrößter Bedeutung ist. Zitat, es heißt also sich entscheiden, ob man den Individual, den Kollektiv oder den Werkwerten in der Rangordnung der Werte die erste Stelle einräumen will. Ende des Zitats. Radbruch kennzeichnet diese Absage an Erkenntnis als, wieder Zitat, relativistische Selbstbescheidung. Anführung Ende. Immerhin, Selbstbescheidung hört sich nett an, das ist bescheidene Leute sind angenehmer als unbescheidene. Aber philosophisch interessanter ist der Begriff des Relativismus in diesem Zusammenhang, den Radbruch auf sich selbst appliziert. Dieser, das gesamte Zweck System abdeckende Relativismus hat weitreichende Konsequenzen, die zu der häufigen Deutung der Radbruchschen Rechtsphilosophie vor 1933 als positivistisch geführt haben. Wenn die Gerechtigkeit als solche bloß formal, also inhaltsleer ist, und wenn die Zweckmäßigkeit, die den Inhalt liefern soll, nur sich widersprechende Alternativen anbieten kann, weil es, Zitat, unmöglich ist, die Frage nach dem Zwecke des Rechts anders als durch die Aufzählung der mannigfachen Parteimeinungen darüber zu beantworten, Zitat Ende, dann fällt dem dritten Element der Rechtsidee, der Rechtssicherheit, die entscheidende Rolle zu. Die Rechtssicherheit fordert, dass dann, wenn, wieder Zitat, niemand festzustellen vermag, was gerecht ist, jemand festsetzen muss, was rechtens sein soll. Anführung Ende. Das führt nach Radbruch zu einer Grundnorm und er nennt sie Grundnorm. Nicht so elaboriert wie Kelsen, aber immerhin spricht auch Radbruch von einer Grundnorm, die zwar nicht in ihrer Begründung, wohl aber nach ihrem Inhalt positivistisch ist. Zitat, wenn in einer Gemeinschaft ein höchster Gewalthaber vorhanden ist, soll, was er anordnet, befolgt werden. Ende des Zitats. Für den Richter bedeutet dies die völlige Unterwerfung unter das positive Recht. Radbruch fasst das in folgende Worte. Für den Richter
ist es Berufspflicht, den Geltungswillen des Gesetzes zur Geltung zu bringen, das eigene Rechtsgefühl dem autoritativen Rechtsbefehl zu opfern und nur zu fragen, was rechtens ist und niemals, ob es auch gerecht sei. Ende des Zitats. Gerechtfertigt sei dies durch das Prinzip der Rechtssicherheit. Zitat, aber wie ungerecht das Recht seinem Inhalt nach sich gestalten möge, es hat sich gezeigt, dass es einen Zweck stets schon durch sein Dasein erfüllt, den der Rechtssicherheit. Das reiche aus, ihn als einen bloß den Richter, rechtlichen Richter, letzten doch schon zu einem, Zitat, gerechten Richter zu machen. Gerechtigkeit als Unterwerfung unter die Positivität. Etwas anderes soll freilich gelten, wenn es um den Einzelnen geht. Ihm gegenüber lasse sich nicht stets die restlose Geltung alles positiven Rechts erweisen. Es könne, Radbruchs Ausdruck, Schandgesetze geben, denen das Gewissen den Gehorsam verweigert. Als Beispiel führt Radbruch das Sozialistengesetz aus dem Jahre 1878 an. Der Grund in Preußen, der Grund und im Deutschen Reich auch. Den Grund für den Wegfall der Geltung soll auch hier die Rechtsidee mit ihren drei Prinzipien der Gerechtigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Rechtssicherheit sein. Nur werden diese beim einzelnen Bürger anders gewichtet als beim Richter. Wenn es sich bei der für den Einzelnen wegfallenden Geltung um rechtliche Geltung handelt, entsteht freilich ein Widerspruch. Vom Standpunkt des Bürgers aus wird etwas rechtlich erlaubt, was vom Standpunkt des Richters aus rechtlich verboten ist. Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn für den Einzelnen nur die moralische Geltung entfällt, die rechtliche aber bestehen bleibt. Doch dann stellt sich die Frage, wie diese Divergenz aus der Rechtsidee heraus erklärt werden kann. Das soll hier jedoch nicht weiter verfolgt werden. Hier geht es völlig durcheinander bei Radbruch. Und es wäre lustig, dem nachzugehen. Uns fehlt die Zeit. Es wäre aber auch nur lustig, dem nachzugehen und würde kaum zu neuen Erkenntnissen führen. Es reicht aus, festzuhalten, dass in der Rechtsphilosophie von 1932 unbeschadet gewisser unklare Einschränkungen im Blick auf den Bürger, für den Richter die Rechtssicherheit und mit ihr die Positivität absoluten Vorrang hat. Ich bin im zweiten Teil, viel kürzeren Teil, haben Sie keine Sorge, viel kürzeren Teil meines Vortrags, Römisch 2, die Radbruchsche Formel. Also die zweite Stufe. Mit der Radbruchschen Formel wird dieser absolute Vorrang des positiven Rechts in Respekt auf den Bürger und damit auf den Richter und damit ganz allgemein aufgehoben. Hier kann es nicht darum gehen, die Formel aus dem Jahr 1946 als solche zu analysieren. Vielmehr soll nur ihr Verhältnis zum Radbruchschen System, ich versuche das Radbruchsche System mit Hilfe dieser drei miteinander verbundenen Triaden zu erläutern, von 1932 bestimmt werden. Mit ihren beiden Bestandteilen, die Radbruchsche Formel, der Unerträglichkeits- und der Verleugnungsformel, wird dabei nur der Unerträglichkeitsformel, nur die Unerträglichkeitsformel in den Blick genommen. Sie lautet, ich zitiere jetzt praktisch wohl wichtigsten Satz, der praktisch wichtigste Satz der Rechtsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es
inhaltlich ungerecht und jetzt sagt er sogar und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Ende der Radbruschen Formel, soweit wir sie hier betrachten. Es ist sofort zu erkennen, dass die drei Bestandteile der Rechtsidee, die Gerechtigkeit, die Rechtssicherheit und die Zweckmäßigkeit in unserem Basissatz, weiterhin im Spiel sind. Die Verwendung des Ausdrucks unrichtiges Recht zeigt, im Kontrast zu der Rede vom Verlust der Rechtsnatur in der Verleugnungsformel, dass es in der Unerträglichkeitsformel nur um den Verlust der Rechtsgeltung geht. Es ist mit einer Ausnahme also alles wie 1932. Diese Ausnahme besteht darin, dass die Unerträglichkeitsformel bei einem bestimmten Maß der Ungerechtigkeit, man kann es als statt als unerträglich auch als, und ich tue das seit vielen Jahren, auch als extrem, extremes Unrecht ist kein Recht, die Kurzformel, extrem bezeichnen, die Rechtsgeltung verliert. Damit wird die alte These, alt meine ich jetzt 1932, damit wird die alte These, dass der Richter an das positive Recht gebunden sei, ganz gleich, Zitat, wie ungerecht immer, Zitat Ende. Sein Inhalt ist, durch die neue These ersetzt, dass es zwar weiter, dass er zwar weiter an der Richter an inhaltlich ungerechtes positives Recht gebunden sei, diese Bindung aber an der Schwelle zur unerträglichen oder extremen Ungerechtigkeit ende. Das ist eine Diskontinuität im Maße des Vorranges der Rechtssicherheit. Ist es aber auch eine Diskontinuität im System, in unserem System? Um diese Frage zu beantworten, sind die Gründe für den Einbau der Schwelle des extremen Unrechts in den Blick zu nehmen. Diese Gründe sind die Menschenrechte. 1932 standen sie in der Zwecktriade gleichrangig, die Menschenrechte, gleichrangig neben den Kollektivwerten, du bist nichts, dein Volk ist alles, die nationalsozialistische Maxime, und den Werkwerten. Man konnte sich für sie entscheiden, ganz egal für welche oder auch nicht. Nach ersten Schritten in den 30er Jahren wird diese umfassende, wir hatten den Ausdruck schon, relativistische Selbstbescheidung 1945 in dem Kurzaufsatz, bereits im Jahr 1945, Kurzaufsatz, 5 Minuten Rechtsphilosophie, ein Rundfunkvortrag, der tatsächlich nur 5 Minuten dauert, nicht nur einer der kürzesten, sondern zugleich einer der besten rechtsphilosophischen Texte. Wittgenstein hat gesagt, alles, was man sagen kann, kann man klar sagen. Ich würde dem gerne hinzufügen, alles, was man sagen kann, kann man kurz sagen. Es heißt dort, Zitat, es gibt also Rechtsgrundsätze, die stärker sind als jede rechtliche Satzung, sodass ein Gesetz, das ihnen widerspricht, der Geltung bar ist. Gewiss sind sie im Einzelnen von manchem Zweifel umgeben, aber die Arbeit der Jahrhunderte hat doch einen festen Bestand herausgearbeitet und in den sogenannten Erklärungen der Menschen- und Bürgerrechte mit so weitreichender Übereinstimmung gesammelt, immer noch Zitat, dass im Hinsicht auf manche von ihnen nur noch gewollte Skepsis den Zweifel aufrechterhalten kann. Ende des Zitats. Dieser teils kulturellen, teils konsensuellen, und ich möchte hinzufügen, damit ziemlich schlechten Begründung, das behandeln wir hier aber nicht,
fürcht Ratbruch, denn eine kulturelle Begründung kann nur kulturelle Relativität erzeugen. Und ein Konsens, ein faktueller Konsens, ist nur ein Faktum, das sich ändern kann. Noch keine philosophische Begründung. Aber das lassen wir, das interessiert überhaupt nicht an dieser Stelle. Fürcht Ratbruch in der Vorschule, seiner letzten Schrift, ein auf die innere, die innere Freiheit der ethischen Entscheidung, also auf die Autonomie abstellen des Arguments hinzu. Das geht in die richtige Richtung. Hier kommt es nicht auf Ratbruchs Begründung der Menschenrechte an, sondern allein auf deren Bedeutung für sein System. Ratbruch schreibt ihnen eine, ich zitiere, absolute Natur zu. Absolut, der Gegenbegriff zu relativ. Der Begriff der Absolutheit impliziert den der Notwendigkeit. 1932 war es bloß möglich, den Inhalt der Gerechtigkeit mit Hilfe der Menschenrechte zu bestimmen. Nun aber ist es notwendig geworden. Dies jedenfalls bezüglich ihres Kerns zu tun. Wenn es aber notwendig ist, den Inhalt der Gerechtigkeit mit Hilfe der Menschenrechte zu bestimmen, dann gehören die Menschenrechte im Umfang dieser Notwendigkeit zur Gerechtigkeit. Das wiederum bedeutet, dass die Gerechtigkeit nicht länger bloß formal ist, wie es 32 war. Dies aber heißt, dass zumindest ein Teil der Individualwerte aus der Zwecktriade in die Gerechtigkeit als Bestandteil der Rechtsidee transportiert worden ist. Die individualistische Rechtsauffassung wird transportiert zumindest zum Teil in die Ideetriade als konstitutiv, als den Inhalt bestimmend der Gerechtigkeit. Man kann dies, und ich auf meinem Zettel für diese Zeichnung habe ich, ach ja, ich habe hier nicht genug Platz. Das ist TT. Ich kürze ab. Man kann dies als Transporttheorem bezeichnen. Das Transporttheorem. Die Menschenrechte oder zumindest ihr Kern werden aus der Zwecktriade, die der Dezision weiter überlassen bleibt, aus der Zwecktriade in die Ideetriade übertragen und gewinnen dort Notwendigkeit. Und das rechtfertigt die Ratbruchsche Formel. Dieser Transport bringt zum Ausdruck, dass dem früheren umfassenden Relativismus, der nicht auf einen notwendigen Transport, sondern lediglich auf einen bloß möglichen Transport abstellte, dem Relativismus eine absolute inhaltliche Schranke gesetzt worden ist. Ratbruch ist damit nicht länger ein Nicht-Positivist, der unter inhaltlichen Aspekten, jedenfalls was den Richter betrifft, alles zulässt. Er hat diesen superinklusiven Nicht-Positivismus zugunsten eines bloß inklusiven Nicht-Positivismus aufgegeben. Noch 4 Zeilen. Es gibt Systeme, die kleine Änderungen zum Zusammensturz bringen. Ratbruchssystem aber wird durch diesen so folgenreichen Transport nicht gefährdet, sondern gestärkt. Dass dies möglich ist, ist die Größe des Ratbruchschen Systems, dass diese Möglichkeit zur
Wirklichkeit wurde, ist die Größe Radbruchs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, lieber Robert. Wir sind in der Diskussion und ich bitte um Ihre Fragen. Ja, also die Kontinuitätsthese, die scheint mir auf wackeligen Beinen zu stehen, weil das erfordert eine Menge von Sophisterei, um aus der Diskontinuität die Kontinuität zu machen. Aber gut. Das darf man als Interpret eines systematischen Ansatzes. Ich bin auch kein Radbruchexperte. Im Großen und Ganzen die Rekonstruktion scheint mir ziemlich heilend und plausibel. Ob da jetzt eine Kontinuität konstruiert werden kann oder nicht, scheint mir auch gar nicht von vorrangiger Bedeutung zu sein. Was mich viel mehr interessiert, ist die in der Einladung angekündigte Nähe zu deinem eigenen Ansatz, dieser These, dass das Recht Anspruch auf moralische Richtigkeit erhält, die bei Radbruch darin besteht, dass die Rechtsidee eben diese Bezugnahme auf Gerechtigkeit enthält, verstanden im Sinne moralischer Richtigkeit, auch wenn Radbruch selber Gerechtigkeit nur minimal verstanden hat. Was bei dir ja nicht der Fall ist, bei dir geht ja das Konzept der moralischen Richtigkeit weit über diese bescheidene Einführung hinaus. Aber was ist das für eine moralische Richtigkeit? Ich kann auch der Behauptung, dass das Recht irgendwelche Ansprüche erhebt, nur indirekt einen Sinn abgewinnen. Das Recht erhebt keine Ansprüche. Das Recht ist nicht etwas, was Ansprüche erheben kann. Eine Wirklichkeit, die nicht sozusagen menschliches Handeln ist, kann keine Ansprüche erheben. Was Ansprüche erheben kann, das sind Menschen. Für Artefakte, für Ergebnisse ihres Handelns. Und damit erhebt sich die Frage, was dieser Anspruch auf moralische Richtigkeit, den rechtliche Akteure, insbesondere natürlich Normgeber, das ist eine wahrscheinlich die relevanteste Gruppe von Akteuren im Recht, die Anspruch erheben, was das bedeutet. Du gehörst selber eine Schule an, die sich bemüht, sehr, sehr, sehr verdienstvoll und mit erheblichem Erfolg, sowas wie eine philosophisch begründete Rechtsethik zu entwickeln. Das ist eine ideale Ethik, die natürlich die Freiheitsrechte und die Menschenrechte dann auch ins Zentrum stellen. Aber rechtliche Akteure, insbesondere diejenigen, die damals politisch relevant waren, haben unter moralischer Richtigkeit oft anderes verstanden. Und sie haben natürlich Recht gesetzt, sie haben für die rechtlichen Artefakte, die sie erzeugt haben, moralische Richtigkeit beansprucht, aber dieser Anspruch ist oft an dem, was wir heute als moralisch begründete rechtliche Ansprüche verstehen, weit vorbeigegangen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie kommt man von diesem sehr simplen handlungstheoretischen Aspekt, dass nicht das Recht irgendwelche Ansprüche erhebt, sondern die Akteure des Rechts Ansprüche erheben für das, was sie tun, insbesondere Normgeber für die Normen, die sie anderen auferlegen. Die Brücke schlägt zu einer idealen Moralität, zu einer idealen Richtigkeit im Sinne einer philosophisch begründeten Ethik, die
sozusagen alles das enthält, was wir heute unter Moral weitgehend verstehen, also insbesondere im Kernbereich die Menschenrechte. Darf ich antworten? Soll ich dich hier reinsprechen? Ich kann auch so. Ja, wie du meinst, kannst du auch sprechen. Ja, ich würde mich lieber hinstellen. Peter, vielen Dank für diese interessanten zwei Dinge. Einmal Kontinuität und Diskontinuität, in der Tat. Das ist ein Thema der Radbruch-Interpretation und das muss man nicht besonders spannend finden. Aber es hat auch systematische Bedeutung. Also es geht nicht nur um ein biografisch-interpretatorisches Problemchen, sondern auch um ein konzeptuelles Problem. Auf der Seite des Positiv, oder viele reden von einem Streit zwischen Positivismus und Nicht-Positivismus. Viele auf der Welt heute immer noch zwischen einem Streit zwischen Naturrecht und Positivismus. Als ob es zwei monolithische Angelegenheiten gibt, diese beiden Sachen. Und dann kommen noch viele auf die Idee, dass es irgendwie einen Mittelweg geben muss. Arthur Kaufmann etwa oder Ralf Dreyer aus Göttingen. Es war sehr erhellend, als auf der Seite des Positivismus von Jules Coleman die Unterscheidung zwischen exklusivem und inklusivem Positivismus eingeführt wurde. Exklusiver Positivismus Josef Raths und André Marmor. Recht schließt notwendig Moral aus. Coleman, Recht kann entscheiden, ob es Moral einschließen will oder nicht. Und das US-amerikanische Recht hat mit der Einführung des Amendments mit den Grundrechten, hat es sich entschieden, bestimmte Elemente der Moral, und zwar einer individualistischen Zwecktheorie, würde Radbruch sagen, ins Rechtssystem einzufügen. Es ist ebenso wichtig, auf der Seite des Nicht-Positivismus, früher Naturrecht genannt. Man kann das auch ruhig weiter so nennen, nur Naturrecht bezieht sich auf eine bestimmte Variante des Nicht-Positivismus, nämlich die aristotelisch-thomistisch geprägte Variante. Es gibt andere, etwa die kantianische Variante. Drei Arten. Die eine Art ist, gibt es Nicht-Positivismus. Die eine Art ist, und das, ich führe jetzt drei Begriffe ein, aber es geht relativ schnell, ist der exklusive Nicht-Positivismus. Sie können auch sagen, exklusives Naturrecht. Das ist der alte Satz, den wir bei Augustinus kennen, in justa lex non est lex. Also jedes ungerechte Recht verliert seine Rechtsgeltung oder seinen Rechtscharakter. Das ist das offene Tor für den Anarchismus. Weil es gibt viel Streit über Gerechtigkeit und jeder kann sich auf sein Rechtsgefühl berufen. Das ist von heute praktisch nur ganz selten vertreten von Bailiwild und Brownsworth. Aber immerhin, in ein vollständiges Modell müssen wir also jede Ungerechtigkeit ist vom Rechtsbegriff ausgeschlossen. Nur Gerechtes kann Recht sein. Unsinn. Da wird der Rechtssicherheit ein viel zu geringes Gewicht gegeben als Teil der Rechtsidee. Vielen Dank. Die zweite Version ist der super, der mein Lieblingsbegriff. Super, versteht niemand auf den ersten Blick, aber Sie haben ihn gleich verstanden. Der super inklusive Nicht-Positivismus. Wenn das kein wissenschaftlicher Begriff ist. Der super inklusive Nicht-Positivismus wird jedenfalls im Kern von Thomas von Aquin, von Kant, von John Finnis in seiner Hauptphase und von Radbruch 1932 vertreten. Der super inklusive Nicht-Positivismus sagt, jede Ungerechtigkeit, auch Extreme, kann geltendes Recht sein.
Und doch gibt es einen notwendigen Zusammenhang zwischen Recht und Moral. Das ist der Punkt. Dieser notwendige Zusammenhang, und das führt mich, Peter, zu deinem zweiten Punkt, wird durch den Anspruch auf Richtigkeit erzeugt. Das nachzuzeichnen, würde ich nur auf weitere Fragen hin tun, also das genauer zu explizieren. Der Anspruch auf Richtigkeit schließt, darauf werde ich gleich was sagen, auch inhaltliche moralische Richtigkeit in Gestalt von Menschenrechten und Gerechtigkeit ein. Das hat eine Konsequenz, und die kann ich in zwei Sätze fassen. Josef Ratz, mein Lieblingsgegner, sagt, unmoralisches Recht ist moralisch fehlerhaft. Und ich stimme Ihnen darin zu. Denn was unmoralisch ist, ist moralisch fehlerhaft. Genauso wie eine zu 60% volle Flasche zu 60% voll ist. Wer das bestreitet, bereitet Schwierigkeiten. Mein Satz, den ich wegen des Anspruchs auf Richtigkeit Rats gegenüberstelle, dem Positivismus, ist, und jetzt kommt der Punkt, unmoralisches oder moralisch fehlerhaftes Recht, und gleich als Einschub, ist nicht nur moralisch fehlerhaft, nochmal, unmoralisches, moralisch fehlerhaftes Recht ist rechtlich fehlerhaft. Das ist der Punkt. Das bedeutet, dass die Gerechtigkeit und insofern die Moral in den Begriff oder die Natur des Rechts eingeschlossen wird. Und das wiederum bedeutet, dass es sowas wie den superinklusiven Nicht-Positivismus geben kann und von großen Gestalten vertreten worden ist. Das ist dann eben geltendes Recht, es muss befolgt werden, aus Gründen der Rechtssicherheit. Das ist eine Überschätzung des Wertes der Rechtssicherheit gegenüber dem Wert oder dem Prinzip der Gerechtigkeit eingeschlossen ist. So bei Kant, dem Rechtssicherheitsfanatiker Kant, bei einigen anderen. Die Mittelposition, jetzt ist, wer von Mittelwegen spricht, erweckt bei mir sofort den tiefsten Verdacht. Denn das ist das Unklarste, was man sich vorstellen kann. Ich fordere stets sofort eine exakte Konstruktion des Mittelwegs. Und wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich sie vornehmen mit Mittel der Modallogik und der Operatoren der Prädikatenlogik. Der inklusive Rechtspositivismus, der superinklusive für alle X gilt, wenn X moralisch fehlerhaft ist, gilt es trotzdem rechtlich. Der exklusive Nicht-Positivismus für alle X gilt, wenn X, die Norm, unmoralisch ist, dann hat sie keine rechtliche Geltung. Viel zu stark, die beiden Sätze. Jetzt der Mittelweg, wie in der Quadrat. Es gibt ungerechte Normen, die rechtlich gelten, und es gibt ungerechte Normen, die rechtlich nicht gelten. Und die rechtlich nicht geltenden ungerechten Normen sind die extrem ungerechten Normen. Das ganze System hat natürlich eine Achillesferse. Sollten die Menschenrechte eine Illusion sein, wie Alistair MacIntyre gesagt hat, der Glaube an Menschenrechte unterscheidet sich in nichts von dem Glauben an Hexen und Einhörnern, an Witches and Unicorns. Wenn das wahr sein sollte, sind wir sofort zurück bei T3, der Zwecktriade, die uns die Dezision je nach Geschmack überlässt. Und natürlich haben auch die nationalsozialistischen Juristen einen Anspruch auf Richtigkeit erhoben. Darauf gehe ich jetzt gleich noch ganz kurz an. Aber sie haben diese Position vertreten und haben gesagt, was soll so ein lächerliches Einzelindividuum? Das Volk zählt. Und weil sie
den Anspruch auf Richtigkeit erhoben haben, ist es jetzt möglich, den Versuch zu machen, mit Argumenten diesen Anspruch auf Richtigkeit zurückzuweisen, wenn Menschenrechte existieren. Und Menschenrechte existieren dann und genau dann, mehr dazu im Augenblick nicht, wenn sie begründbar sind. Damit bringen wir die Menschenrechte, die Existenz der Menschenrechte in ein gefährliches Gebiet, nämlich in ein Gebiet of what there is, was existiert. Wir bringen sie in die Nähe der Gottesbeweise und die sind bekanntlicherweise gescheitert. Ich behaupte, dass Gottesbeweise, da bleibe ich bei Kant, nicht möglich sind, behaupte aber weiter, dass Menschenrechtsbeweise möglich sind. Eines meiner Lieblingsthemen überhaupt. Jetzt aber der Anspruch auf Richtigkeit. Peter, ich bin vollkommen klar, das ist eine metaphorische Redeweise, das Recht erhebt einen Anspruch auf Richtigkeit. Nur Personen können das machen. Das hat ja auch Neil McCormick, unser lieber verstorbener Neil, schon klargestellt, dass es nur Personen, die für das Recht den Anspruch aufheben. Und Ronald Dworkin hat jetzt geltend gemacht gegen die Anspruchstheorie, dass es Richter gibt, die gar nicht einen Anspruch auf Richtigkeit erheben, denen das alles völlig egal ist. Natürlich gibt es Richter, denen alles egal ist. Aber sie müssen, und das ist der Witz, daran kann man das erkennen, sie müssen so tun, als wenn sie eine richtige Entscheidung fällen wollen. Sie können nicht sagen, hallo, lieber Angeklagter, wir sind fertig mit unserer Hauptverhandlung. Gerichtsdiener, noch ein erstes Glas Champagner schon mal. Ich verkünde das Urteil. Und Sie werden jetzt zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und das macht mir einen unglaublichen Spaß, so ein Ekel wie Sie zu verurteilen. Ich weiß ganz genau, dass Sie unschuldig sind. Aber so ein Dreck wie Sie gehört eingesperrt. Das ist einfach absurd, wenn ein Richter so etwas macht. Es ist nicht nur rechtswidrig. Und die Absurdität ist, seit es Philosophie gibt, ein wichtiges Mittel zur Aufdeckung stillschweigender Voraussetzungen. Wer sagt, das ist einer meiner Sätze, mit denen ich das versuche zusammen, nehmen wir an, Österreich will eine neue Verfassung haben. Es gibt ja vielleicht bald politische Veränderungen in Österreich. Und der erste Satz der neuen österreichischen Verfassung lautet: Österreich ist eine souveräne, föderale und ungerechte Republik. Es hätte etwas Absurdes, einen solchen Satz als Satz 1, den ersten Artikel einer Verfassung zu haben. Wer eine Verfassung beschließt, erhebt den Anspruch auf Richtigkeit, der den Anspruch auf Gerechtigkeit einschließt. Das ist mein Punkt. Und warum wichtig ist, auch Josef Raths, der Oberpositivist, vertritt die Anspruchsthese. Aber er sagt, der Anspruch des Rechts auf Richtigkeit hat nichts mit Moral zu tun. Auch eine Räuberbande erhebt einen Anspruch auf Richtigkeit, wenn sie mich erheben, überfallen und berauben. Sie wollen zu Hause, aber am Abendessen, ihrer Ehefrau erzählen, dass sie was Gutes getan haben. Und sie erzählen ihrer Ehegattin, die schon ein Essen vorbereitet hat, für den zurückkehrenden Bandit: Ich habe Alexi 500 Euro abgenommen. Und dann haben sie als Banditen richtig gehandelt. Wenn sie mich überfallen und mir ein 10-Cent-Stück aus dem Portemonnaie holen und die Scheine drin lassen, sind sie sehr schlechte Banditen. Nach dem Maßstab des guten Banditenseins. Das ist Raths Argument, nicht meins. Banditen erheben insofern richtig einen Anspruch auf Richtigkeit, nur es gibt Argumente dafür, dass der Anspruch des Rechts darauf abzielt, dass es eine richtige, ich mache es so kurz es geht, rechtliche Entscheidung ist. Rechtliche Entscheidungen sind Entscheidungen, die wesentlich Fragen des Ausgleichs, Schadensersatz und Distribution,
Höhe der Sozialhilfe, Hartz-IV-Entscheidung in Deutschland betreffen. Und damit ist die Richtigkeit, schließt die Richtigkeit, die rechtliche Richtigkeit, die Gerechtigkeit und moralische Gerechtigkeit an. Ein letzter Satz. Gerechtigkeit und Menschenrechte. Da vertrete ich die Theorie, alle Menschenrechtsverletzungen sind ungerecht. Aber das Umgekehrte gilt nicht. Nicht alle Ungerechtigkeiten, obwohl es in der Literatur derartige Stimmen gibt, nicht alle Ungerechtigkeiten sind schon Menschenrechtsverletzungen. Auf diese Weise können die Menschenrechte in systematisch hochkontrollierter Form, Menschenrechte, Gerechtigkeit, alle Menschenrechtsverletzungen sind ungerecht und alle Ungerechtigkeiten sind rechtlich unrichtig, sodass wir eine wunderschöne neue Triade bekommen. Peter, meine Antwort auf deine Frage. Ich habe zwei weitere Wortmeldungen. Gibt es noch andere Frager? Drei? Noch jemand? Gut, dann würde ich in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit gerne die drei Fragen nacheinander aufrufen und dann Robert Alexi abschließend um seine Antworten bitten. Zunächst Christian Hieber. Meine Frage hat sich eigentlich weitestgehend erledigt. Sie hätte sich auf die Unterscheidung zwischen diesen beiden Spielarten des Nicht-Positivismus der Abgrenzung dieser beiden Spielarten vom Positivismus bezogen. Deshalb kann ich mich jetzt auf eine Anmerkung beschränken. Mit freiem Auge ist der Unterschied zwischen superinklusivem Nicht-Positivismus und der einen oder anderen positivistischen Theorie für mich nach wie vor nicht wirklich erkennbar. Zumindest der praktische Unterschied dürfte gegen Null gehen. Ja, wunderbar. Eine zweite kurze Anmerkung. Ich würde nicht sagen, dass ich so, ich will es nicht als falsch zeigen, aber ich frage mich, wenn wir zurückschauen in die Geschichte, rechtshistorisch, können wir sehr wenige Normensysteme, die aber gesellschaftlich effektiv waren, mit dieser Formel beschreiben, es sei denn, wir variieren unsere Idee der Rechtsidee immens. Und das wurde ja schon angedeutet, die Rechtsidee, man hat ja auch versucht, gerade in Kiel, eine nationalsozialistische Rechtsidee zu entwickeln. Also das gibt einem ja auch zu denken. Und auch der Anspruch auf Gerechtigkeit, ich denke zurück an den Talleyrand, der am Wiener Kongress zum Beispiel ganz sehr effektiv war mit seiner Berufung auf die monarchische Legitimität, an die er ja im Westen nicht geglaubt haben kann. Und das führt mich auch schon zum zweiten Punkt. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen mit der Scharia beschäftigt und da ist ja auch der Anspruch da, dass das ja auch ein Moralsystem ist. Wie können wir denn jetzt sagen, und da ist ja auch der Glaube da, Mohammed war Sieger der Propheten, verbunden, muss man sagen, mit sehr konservativen Ausprägungen, mit dem Glauben, dass gewisse Überlieferungen korrekt sind, also die es nachstimmen etc. Aber wenn man das hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Überzeugung, dass die Menschenrechte moralisch richtig sind oder gerecht sind, keine dieser beiden Thesen ist falsifizierbar. Kann ich denn nun sagen, wenn jemand ein traditionelles Verständnis der Scharia hat, dass er sich irrt? Er kann mich nicht falsifizieren, ich kann ihn nicht falsifizieren. Ich habe zwei Fragen im Zusammenhang mit Richtern. Die eine Frage ist, irgendwie das, was Sie mit Absurdität erklärt haben. Der Richter, der sich hinstellt und sozusagen den Betrunkenen spielt bei der Urteilsverkündung, der ist wirklich absurd, dem wird es nicht gehen. Aber der Richter, der bloß einer Form genügt und auch daher aber auch gar nicht so tun möchte, als ob er richtig entscheiden wird, sondern bloß einer Form genügt. Und das reicht ja. Wenn ein Österreicher aufsteht und sagt, seine Kappe oder sein Barett aufsetzt und sagt den Namen der Republik und dann etwas verkündet, was spruchähnlich klingt und nicht völlig aus der Welt ist, dann hat er dem Ritual Genüge getan. Der hat eigentlich jetzt gar nicht so getan, dass es richtig ist, sondern er hat schlichtweg einem Ritual entsprochen. Und die Frage ist, ob das sozusagen noch eine Anspruchsbehauptung in der Sache nach sein kann. Und das Zweite ist, wie weit kann eigentlich Ihrer Meinung nach eine inklusive Position, die Sie offenbar vertreten, in die Position des exklusiven Nicht-Positivismus kippen? Verfassungsrichter oder Höchstrichter sind ja dann, wenn sie inkludieren in den Rechtsbegriff die Moral und diese Inklusion der Menschenrechte, diese Zweckmäßigkeitstirade betrifft, weil Sachgerechtigkeitsmaßstäbe in die Menschenrechte inkludiert werden,
und damit letztlich die Zweckmäßigkeitsgerade in die Menschenrechte inkludiert wird, dann kommen Sie in eine Position, die eigentlich auch den exklusiven Nicht-Positivisten als Höchstrichter darstellen kann. Der Höchstrichter, was kann das tun? Weil er sagt, in justa lex, non est lex. Und was in justa ist, entwickle ich aus der Zweckmäßigkeitsgerade. Und wenn man der Judikatur nicht des deutschen Bundesverfassungsgerichts, sondern des österreichischen Verfassungsgerichtshofs folgt, dann spielt dieser Zweckmäßigkeitsgrundsatz als Element des Gleichheitsgrundsatzes eine ganz große Rolle. Mhm. Das ist im Übrigen auch etwas, was beim Europäischen Gerichtshof bis zu einem gewissen Grad merkbar ist. Und dann haben Sie eigentlich ein Kippen eines inklusiven in eine exklusive Position am Grenzwert sozusagen, an einer letzten Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das so sein kann, aber mir scheint es als Erstes nicht völlig ausgeschlossen. Ja, danke. Ja, war das alles? Ja. Ja, zunächst zu der ersten Frage, Hiebaum. Unterschiede innerhalb des Nicht-Positivismus. Das war ja nicht mein Hauptthema hier. Nur das möchte ich dann, mit großer Freude trage ich das nach. Es gibt zwei unterschiedliche Verhältnisse oder Zusammenhänge zwischen Recht und Moral. In der Tradition wird fast immer nur der eine in den Blick genommen. Diesen nenne ich den klassifizierenden Zusammenhang. Wir könnten auch von dem starken Zusammenhang nehmen. Beim starken Zusammenhang nimmt die Ungerechtigkeit oder die moralische Fehlerhaftigkeit der Rechtsnorm oder der Rechtsentscheidung die rechtliche Geltung weg. Geltungsverlust. Eine praktisch sehr weitreichende Konsequenz. Natürlich, jetzt im System dann wieder genau zu sagen, wie wir diese Konsequenz, was ich hier gesagt habe zur Radbruchschen Formel, wie wir das, und das führt dann schon in die Nähe der dritten Frage, wie wir das in ein System der Verfassungsgerichtsbarkeit oder der Menschenrechtsgerichtsbarkeit einbauen. Aber das ist das eine. Und diesen Zusammenhang stelle ich jetzt einen zweiten Zusammenhang zwischen Recht und Moral an die Seite, dem klassifizierenden Zusammenhang, füge ich einen qualifizierenden Zusammenhang hinzu. Das hat es in der Geschichte, in alles hat es in der Philosophie immer schon gegeben. Es werden nur unterschiedliche Stufen der systematischen Elaboration und der Präzision und Klarheit entwickelt. Das ist der Fortschritt in der Philosophie. Das bedeutet, ein bloß qualifizierender Zusammenhang liegt vor, wenn eine Ungerechtigkeit nicht zum Geltungsverlust führt, sondern bloß zur rechtlichen Fehlerhaftigkeit. Sie sprachen von praktischen Konsequenzen, keine richtigen praktischen Konsequenzen. Die praktischen Konsequenzen der Radbruchschen Formel, das ist das Hauptbeispiel des klassifizierenden Zusammenhangs, sind erheblich. Das Obergericht zum Beispiel in Ontario, das ist nicht nur in Deutschland so. Das Obergericht in Ontario hatte eine Entscheidung zu fällen, eine steuerrechtliche Entscheidung. Es ging darum, dass Nachkommen, entschuldigen Sie, ich habe den Fall gleich wieder voll in meinem Inneren. Ja? Eva Jahren habe ich. Es ging, dass Nachkommen chinesischer Einwanderer nach Kanada mussten, weil Kanada wollte die Migration abschotten. In der EU ist noch niemand auf die Idee gekommen in letzter Zeit. Das wäre mal eine Idee. Spezielle Steuersätze für unerwünschte Immigranten. Und genau das war die Methode, die Kanada über viele Jahrzehnte angewandt hat, chinesische Immigranten, die zum Teil ökonomisch in Nähereien, China-Restaurants und sonst Taxifahrerunternehmen ganz erfolgreich tätig waren, mussten einen
sehr hohen, ich habe ihn vergessen, Steuersatzzahlen. Die Nachkommen zweiter oder sogar dritter Generation klagten und das Obergericht von Ontario hat entschieden, die Radbursche Formel angewandt, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe, und hat dann mit Verjährung gearbeitet. Also das Ganze mithilfe der zivilrechtlichen Position sind sie zur Klagabweisung gekommen. Aber immerhin, also praktische Bedeutung haben wir insofern, ja, haben wir. Und bei dem bloß qualifizierenden, bloß rechtliche Fehlerhaftigkeit und bei Beibehaltung rechtlicher Geltung, ja, wenn, und das kommt häufig vor, wenn das positive Recht etwa unbestimmt, offen ist, Hartz Open Texture, etwa ein vager Begriff, und es sind im Wahrheitsspielraum dieses Begriffs zwei Entscheidungen möglich. Eine ist klar ungerecht, eine ist klar gerecht. Und das untere im Gericht wählt die ungerechte Entscheidung. Wenn es den qualifizierenden Zusammenhang nicht gibt, ist die bloß mögliche, nicht vom positiven Recht geforderte, ungerechte Entscheidung des Untergerichts eine rechtlich perfekte Entscheidung. Und das Obergericht, wenn es sie aufhebt, müsste, da die Gerechtigkeit draußen bleibt, müsste als Moralgericht auftreten. Wenn aber die Gerechtigkeit eingeschlossen wird in den Rechtsbegriff, kann das Obergericht die Entscheidung des Untergerichts mit rechtlichen Gründen aufheben. Das ist keine große praktische Bedeutung, aber ist ein praktischer Unterschied im Instanzenzug des Rechtssystems. Das war mein Versuch, darauf eine möglichst kurze Antwort zu geben. Jetzt die zweite Frage. Nationalsozialismus zunächst. Karl Lahrens natürlich ist mir bestens bekannt. Wir wissen, dass er sehr, sehr lange in Kiel war. Und Karl Lahrens zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, in welcher Schrift das war. Das haben Sie sicherlich auch im österreichischen Zivilrecht, die Ehelichkeitsanfechtung. Ein Ehemann kann ein Kind, das seine Ehefrau von einem anderen Mann empfangen hat, anfechten, die Ehelichkeit anfechten. Dafür ist aber eine Frist gesetzt. Ich habe sie nicht im Kopf, wie lange die Frist in Deutschland im Augenblick ist. Ich bin kein Zivilrechtler. Aber ich erinnere mich an das Beispiel von Lahrens. Und Lahrens sagt, das ist in Ordnung, das ist gerecht, eine vernünftige Abwägung. Nur eine Ausnahme muss es geben. Wenn der Mann, mit dem die Frau fremdgegangen ist, ein Jude war, dann kann es keine Frist für die Zulässigkeit der Ehelichkeitsanfechtung geben, denn keinem deutschen Mann kann zugemutet werden, einen Halbjuden als Kind zu haben. Und das hat Radbruch als nationalsozialistische Gerechtigkeit bezeichnet. Er hat also einen Anspruch auf Richtigkeit erhoben. Und wir wissen ja genau, nach 1945 ist er dann hierher wieder zurückgekehrt. Nein, er war nie da, hierher übergegangen. Das ist eine überindividualistische Auffassung. Und er hat den Anspruch, die These implizit erhoben. Es ist richtig, dass Völker einen hohen Wert auf ihre rassische Reinheit legen. Und die Richtigkeit und die Gerechtigkeit fordert dies. Denn zwischen den Völkern besteht ein Kampf, nicht nur Konkurrenz, sondern auch Vernichtungskampf. Und ein Volk handelt richtig, ebenso wie unserem Bandit, könnte man fast sagen, wenn es im Völkerkampf dem Volk am stärksten nutzende Entscheidung trifft. Das ist kein Einwand hier an dieser Stelle über das Erheben des Einspruchs auf Richtigkeit, aber es zielt auf den Inhalt des Anspruchs auf Richtigkeit und da gehe ich auf die Scharia über. Es gibt eindeutig Normen
in der Scharia, die den Menschenrechten widersprechen. Apostasie, Todesstrafe für Apostasie, wie haben sie? Ja, wird ja zum Teil auch noch verurteilt, meist nicht mehr verstreckt, etwa im Sudan jetzt vor einiger Zeit. Wir haben es ja. Und hier kommt wieder unsere Sache ins Spiel. Es kann wieder die Frage nach der Richtigkeit gestellt werden. Ist es richtig für den Abfall vom Glauben, Apostasie, für die Konversion in den Atheismus oder meinetwegen in unserem Fall Christentum oder Buddhismus, die Todesstrafe für einen Muslim zu verhängen oder Muslimin? Und da könnten wir fragen, hast du ein Argument? Ja, natürlich hat der Scharia-Vertreter ein Argument, die Scharia. Ja, aber warum gilt die denn, frage ich. Ja, das ist doch Mohammed, hat diese Sätze von Allah empfangen. Okay, woher weißt du, dass er das hat? Kannst du das beweisen? Das kann man nicht beweisen. Also das wissen wir, dass religiöse Offenbarungen nicht beweisbar sind. Nicht beweisbar sind. Wenn jetzt noch eine Sache hinzukommt, und Sie sprachen von Falsifikation, wenn jetzt eine Sache, es ist also nicht falsifizierbar, also ich habe eben von Verifikation gesprochen, das ist ja ein noch stärkerer Punkt. Bleiben wir ruhig mal bei der Verifikation. Ich kann das, könnte das auch in die Rede, Poppersche Rede von der Falsifikation übersetzen. Aber um es zu vereinfachen. Wenn es wahr sein sollte, dass die Menschenrechte, und ich bin Ihnen für Ihre Frage sehr dankbar, weil sie mir erlaubt, einen Bogen zurück zu Radbruch zu schlagen, den ich gleich vornehmen werde, eine Lücke in meinem Vortrag zu schließen. Wenn die Menschenrechte nicht begründbar sein sollten, wenn also der Satz, der Glaube, da haben wir ja das Zauberwort, der Glaube an Menschenrechte, dass die Menschenrechte nicht anderes sind als der Glaube, der starke kollektive Glaube der dekadenten westlichen Gesellschaften, der Religionsersatz der europäischen und amerikanischen Kulturen. Wenn das nichts anderes wäre, dann hätte ich mit meinem Argument Schwierigkeiten. Der wäre nicht mal Radbruchsatz. Dann müssten wir zu Radbruch 1932 zurückkehren. Da wären wir im richtigen System. Dann wäre Radbruch, das ist leider sehr unklar, die transpersonale Auffassung. Radbruch spricht gelegentlich von Kultur, aber er erwähnt hier auch die Kirche. Kultur, Kirche, es geht nicht mehr um den Einzelnen, es geht nicht mehr um die Gemeinschaft, dass sie überlebt, sondern es geht darum, das wahre Große zu tun. Dem Wort, dem heiligen Wort zu folgen. Wenn wir also, das ist dann eine Entscheidung. Wenn wir also in das Feld der bloßen, hier könnten wir, Radbruch verwendet immer den Ausdruck Entscheidung. Ja, das ist eine schöne, ich habe eine neue Idee in diesem Vortrag heute, gerade in diesem Augenblick. Ich werde in meinen Zukunft wahrscheinlich, ich überprüfe das ja natürlich nochmal, ich werde sagen, statt den Radbruchschen, und deshalb vielen Dank für Ihre Frage, statt den Radbruchschen Aufsatz der Entscheidung zwischen A, B und C zu verwenden, könnten wir auch sagen, wir können A, B oder C glauben. Das sind die Entscheidungen zwischen drei Arten des Glaubens, drei Inhalte des Glaubens. Wenn das wahr wäre, müssten wir ein offenes Verhältnis darstellen und allen Elementen das gleiche Recht geben und versuchen, durch pragmatische Regulierungen die Sache einigermaßen in den Griff zu kriegen, dass auf jeden Fall Bürgerkriege und Terrorismus vermieden werden. Ansonsten aber versuchen, das zu etablieren. Wenn aber Menschenrechte existieren, weil sie begründbar sind. Also, und ich glaube,
Ich glaube. Früher, man hört ja oft in der Literatur, Menschenrechte ist ja Phänomen der Neuzeit. Ich habe in meinem schon fast 20 Jahre alten Aufsatz, mein Gott, den Titel habe ich vergessen. Human Rights? Ja, Human Rights, Law and Time. Habe ich versucht darzulegen, dass die Menschenrechte schon in der Antike präsent waren. Etwa bei Seneca in den Epistoles ad Lutinium, da sagt der eine, Servisont, diese Sklaven, und Seneca antwortet, Immo hominis, nein, viel mehr Menschen. Das ist ein Anklang, natürlich in der Stoa, und es gab, oder im römischen Sklavenrecht. Im römischen Sklavenrecht. Es gab eine kurze Zeit, da durfte man, es gibt ja Leute, die haben was gern, die machen eine Party mit ihren Freunden und dann holen sie einen Sklaven und jeder darf ihm einen Finger abschneiden. Und es macht immer mehr Spaß, die Party. Das war möglich, eine relativ kurze Zeit in Rom nur. Sonst war das eine Straftat. Das muss man sehen. Ich behaupte, und habe meine Theorie noch etwas weiter radikalisiert, dass die Menschenrechte seit dem Paläolithikum gelten. Und zwar aus folgendem Grund. Die Menschenrechte galten von dem Augenblick an. Menschenrechte sind keine, wichtig, juristischen Rechte, sondern moralische Rechte. Sie haben nur moralische Rechte und können in internationales Recht transformiert werden. Dann heißen sie weiter Menschenrechte, sind aber juristische Rechte. In dem Augenblick, in dem ein Mensch, der von einem anderen Menschen gequält, erniedrigt, ausgeraubt, verletzt wird, in dem Augenblick, in dem dieser Unterdrückte, Verletzte, Erniedrigte, lassen Sie uns das Wort Erniedrigte nehmen, in dem der Erniedrigte eine Frage stellen konnte, die folgendermaßen lautet, warum tust du mir das an? 6 Wörter. Warum tust du mir das an? In dem Augenblick, in dem diese Frage, die Sprache, diese Frage erlaubte, kamen die Grundelemente der Menschenrechte ins Spiel des Verhältnisses von Mensch zu Mensch. Das ist sozusagen die These. Und das ist eben auch meine Antwort. Und jetzt Richter im Namen, ja, letzte Frage. Ganz knapp. Ja, ja. In der Tat, ein Richter erhebt nicht aus, muss nicht ausdrücklich den Anspruch auf Richtigkeit erheben. Aber ich behaupte, und deshalb mache ich es kurz, er erhebt ihn implizit, dass es richtig sei, formal vorzugehen und sich an den Wortlaut des Gesetzes zu halten. Den Anspruch erhebt er. Er wird nicht sagen, und wenn er es sagt, wird das absurd. Ich verurteile sie, weil das so im Gesetz steht, aber dieses Urteil ist falsch. Das ist etwas merkwürdig. Das wird das ein Richter kann natürlich, wir haben Fälle, und darüber gibt es auch eine Diskussion, er kann sagen, der Richter, es ist eine ungerechte Entscheidung, die ich jetzt fälle, eine ungerechte, aber es ist trotzdem die im Ergebnis richtige Entscheidung, denn die Rechtssicherheit geht nun mal der Gerechtigkeit vor. Dann wird ein Anspruch auf Richtigkeit erhoben, der auf Rechtssicherheit gestützt wird. Das heißt, die Anspruchsthese kann derartiges überleben, wobei ich damit schließen möchte, nichts ist in der gegenwärtigen Debatte über den Begriff und die Natur des Rechts so umstritten wie die Anspruchsthese. Denn an ihr hängt alles. Okay.